P90 ist eine Waffe, und das weiß natürlich jeder, die man spielen können muss. Das ist nichts für Anfänger. Hey, Kinders. Skin Giveaway! Ich habe euch ja versprochen, dass es direkt wieder eins gibt, wenn ich die Auswertung zum letzten gemacht habe. Und ja, gestern war die Auswertung. Heute kommt auch schon wieder das nächste Skin Giveaway. Ihr habt wieder 2 Wochen Zeit mitzumachen. Die erste Wumme, die ich hier für euch habe, ist die StatTrak AK-47 Elite Build. Ein richtig fettes Teil. Vor allem für jeden Elite-Spieler, ja. Wer ein echter Global ist, hat auf jeden Fall eine Elite-Build. Alle anderen sind nur keine Globals. Dann kommt die StatTrak UMP 45 Corporal. Die hat schon 36 Kills von mir. Das heißt, sie ist ultra viel wert. Die Teilnahmebedingungen gibt es gleich, also wie ihr eben hier mitmachen könnt und so weiter und so fort. Da gibt es wie immer eine gewisse Form, die man einhalten muss. Schauen wir uns aber erstmal die nächste Waffe an. Da habe ich hier für euch natürlich in Factory New die MP7 Armor Core. Ich wurde angeschrieben, es soll ein paar mehr MPs geben und hier sind sie. Gleich kommt auch noch eine geile P90 für euch. Aber ich möchte an der Stelle direkt sagen, ihr müsst mich nicht abonnieren, um mitzumachen. Ihr könnt einfach mitmachen, wenn ihr das eben wollt. Die Teilnahme geht folgendermaßen. Ihr schreibt einfach, ich mache mit, unten in die Kommentare und dann hinten dran irgendwie, falls ihr noch Lust habt, ein weiterer Kommentar, wie eben zum Beispiel euer Tag war, was ihr gegessen habt, was ihr gerne gegessen hättet, wen ihr gerne gegessen hättet und so weiter und so fort, ja. Das Wichtige ist eben einfach dieses Ich mache mit vorne im Kommentar. Es muss Ich mache mitstehen und dann einfach irgendeinen Scheiß, okay? In circa 14 Tagen, vielleicht 1, 2 Tage länger, wird dann das Gewinnervideo erscheinen. Da gebe ich dann die Namen der ausgezogenen Gewinner bekannt. Ausgezogene Gewinner. Ihr dürft hier nur nackt mitmachen. Und ja, und unter dieses Video schreibt ihr dann einfach, oh, ich habe gehört, ich habe gewonnen, hier ist mein Steam-Link. Und da kommt auch schon die nächste Wumme reingeflogen, die P90 Elite-Build. Ein sehr, sehr geiles Teil. Ich bin ein paar Mal hier auf das 2 hängen geblieben. Die Wände sind halt doch sehr grob, sage ich mal, ja. Und wenn man eben am Spielen ist, dann bleibt man, dann schabt man so ein bisschen die Waffe ab. Das zeigt aber halt nur, dass sie benutzt wurde und nicht von so einem faulen Schwein nur mit sich geführt wurde, ja. P90 ist eine Waffe, und das weiß natürlich jeder, die man spielen können muss. Das ist nichts für Anfänger. Eine sehr schwer zu meisternde Waffe. Viele sind daran schon untergegangen. Vielleicht könnt ihr es schaffen und davon dann euren Kindern erzählen. Nächste Woche Donnerstag findet auf jeden Fall auch wieder ein Livestream statt. Schaut auf jeden Fall unten in den Twitch-Link, ja, wenn ihr wollt und da eben mitschauen möchtet. Ich habe ihn direkt in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt auch natürlich sofort abonnieren, um nichts zu verpassen. Es heißt ja Folgen da. Das heißt, folgen, nicht abonnieren, folgen, wenn ihr wollt, denn da werde ich dann eine Strafe machen müssen. Ich muss im Spielen, ich muss während ich live spiele meine Maus ultra schnell machen, weil ich meine Challenge da verloren habe. Könnte lustig werden. Vielleicht findet auch wieder ein Live-Skin-Giveaway in einem Stream statt, aber das will ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, beziehungsweise zusagen, denn da bin ich mir noch nicht sicher. Aber es wird auf jeden Fall wieder eine lustige Runde. Zu guter Letzt haben wir noch den R8 Revolver Crimson Web. Er ist sehr schick. Das war auch wieder eine private Anfrage, dass ich den bitte mit reinnehme ins Giveaway. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich den habe. Der ist schon ziemlich, den habe ich schon sehr, sehr lange. Jetzt, wo ich ihn sehe, finde ich ihn auch gar nicht so schlecht. Ich habe sogar vorhin kurz überlegt, ob ich ihn gegen meine Deagle eintausche, weil mir eben dieses Spinnennetzartige, wie der Name eben schon sagt, doch sehr gut gefällt. Ich bin aber einfach nicht gut mit dem Revolver, deswegen werde ich ihn jetzt einfach nur verschenken. Ja, also greift zu. Und ihr denkt euch jetzt, Alter, was, nur 5 Waffen oder was? Sonst machst du immer 10 oder wie? Ja, sonst mache ich auch immer 10 oder 15. Aber ich habe jetzt das letzte Skin Giveaway noch gar nicht fertig bearbeitet und habe jetzt Schiss gehabt, dass ich irgendwelche Waffen doppelt nehme, weil ich den Überblick nicht hatte. Und jetzt habe ich halt nur 5 Waffen genommen, von denen ich aber ganz sicher weiß, dass ich sie weggeben kann. Ne? Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Es gibt jetzt wahrscheinlich eh alle 14 Tage ein Skin Giveaway, wenn das alles so passt. Und von daher easy, oder? Vielleicht gebe ich auch mal wieder eine AWP weg oder eine AK Redline. Mal sehen. Muss ich noch gucken. Muss ich noch gucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben geben für die kranken Waffen, ja. Ich glaube, die AK Elite Build im StatTrak ist was, da schlägt ihr euch die Finger. Die spiele ich übrigens selbst auch. Also am aktivsten spiele ich meine StatTrak AK 47 Elite Build. Da habe ich jetzt schon 500 oder 600 Kills, ich wollte schon sagen Aufrufe. Ist jetzt nicht so viel, ich weiß, die Cracks unter euch haben 500 bis 600 Milliarden Klicks. Also One-Clicks. Aber ich spiele jetzt nicht so exzessiv wie ihr. Das war's soweit. Jetzt mach doch mal aus. Alle Hauptkills.